Grüß euch. Jetzt habe ich gerade ein bisschen so meine Buchhaltung gemacht und da bin ich drauf gekommen, dass ich euch noch die dieswöchige Folge von So schaut's aus schuldig bin. Das möchte ich jetzt da natürlich dann gleich nachholen. Vorige Wochen sind ein paar Sachen passiert, um das wieder in einen kleinen Wochenrückblick zu verpacken. Es war Pegida Wien ist marschiert und da muss ich sagen, war das wirklich euer Ernst? War das echt euer Ernst? Also ich hole jetzt gar nicht so weit aus oder so, ja. Schwer misslungen die ganze Sache. Jemand dann noch Puls 4 mal angeschaut, Pro und Contra heißt das. Das war noch so eine Diskussionsrunde mit diesem Führer von Pegida Wien. Nagel heißt der. Und ich habe noch nie gesehen im Fernsehen, dass sie einer so selber demontieren kann, so komplett. Ja. Ich glaube, also das ist mein persönlicher Eindruck, ich glaube, dass der verloren hat bei dem russisch Roulette mit Leberkässemmeln. Kennen Sie das? Russisches Roulette mit Leberkässemmeln. Du kaufst ein Leberkässemmel, dann nimmst den Leberkäse raus und irgendwo, wo du willst, druckst ein Ecstasy rein. Dann machst du es wieder zu, dann drehst die Semmel und gibst das halt in die Runde und jeder beißt da und einer. Ich glaube, dass der niemand hat zum Spülen noch nie gehabt hat. Deswegen hat der auch russisches Roulette mit Leberkässemmeln mit sich selber gespült, womit natürlich eine hundertprozentige Chance da war, dass der das Ecstasy erwischt. So in etwa hat sich der selber verkauft im Fernsehen. Das war es aber dann auch schon wieder von mir. Also das möchte ich gar nicht weiter ausführen, das Thema. Die Polizei hat auch wieder mal versagt. Die linke Fraktion hat es verhindert, dass die Menschen dort marschieren können. Auch das ist nicht in Ordnung, nach wie vor nicht. Ja, insgesamt irgendwie ein arger Abend gewesen. Was war noch? Merkel und Hollande waren zu Besuch in Russland beim Wladimir Putin. Wladimir Putin, der um Merkels Angst vor Hunden weiß und beim persönlichen Gespräch seine zwei Hunde eine bringen hat lassen. Wolfshunde oder so, glaube ich, waren das. Ja. Der wird sich das aber auch zu Herzen genommen haben, natürlich, was die zwei von einem wollen, ganz klar. Und die könnte man auch ganz gut vorstellen, wie die Merkel und der Hollande wieder angereist sind, dass sich der Putin zurückgezogen hat mit seinen Berater und dass sie die fürchterlich angehört haben. Wahrscheinlich, also könnte man durchaus vorstellen, dass das so war. Ich war halt ja gerne im Ausland gewesen, so wie die Merkel antreten ist beim Chef drüben, beim Obama. Aber die Wahrheit werden wir ja nie erfahren, aber das war sicher lustig, was sie zum Berichten gehabt hat und wie er ihr dann drüber gefahren ist. Ja, ansonsten, was war noch vorige Woche? Schnee, Schnee, Schnee. Wir sind vom Schnee überrascht worden, aber nicht nur wir, sondern natürlich auch die Winterräumdienste wieder. Wobei man zu deren Entschuldigung sagen muss, wer kann jetzt da schon erwarten, dass wir im Winter auf einmal einen Schnee kriegen? Also das kann schon überraschend gewesen sein. Ja, Griechenland ist auf Europa-Tournee, Griechenland ist auf Image, Pflege und Bittsteller-Tournee, natürlich Bittsteller, anders geht es nicht wirklich. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass der Weg der richtige ist. Man muss das beobachten, man muss schauen, was einer da neu einfällt und wie sie aus dem Ganzen halbwegs mit einem Gesicht rauskommen. Von mir an dieser Stelle auch wieder Vollgas und weiter so Malaka, ihr schafft's das. Ja, das war's schon wieder. So schaut's aus für diese Woche. Es darf mich freuen, wenn Sie wieder reinschaut, wenn's heißt, so schaut's aus. Wir machen uns wieder gemeinsam Themen über diverse Vorkommnisse der vergangenen Woche. Danke fürs wieder reinschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Baba, pfiat euch.